Sanfte Töne, chillige Musik und viele bunte Lichter. Bernd Michael Land live auf der Rottgau Art 2018. Doch zu ihm später mehr. Fast 80 Künstler stellen hier ihre Werke aus. So viele wie noch nie. Skulpturen, Malereien und Fotografien. Wir schauen uns mal um. Hallo Herr Kalpen, Sie sind Kulturpreisträger der Stadt Rottgau. Da würde es uns interessieren, was Sie heute hier alles ausstellen. Ich stelle hier verschiedene Techniken aus. Einmal Metallarbeiten, die sehr alt waren und die ich jetzt aufgefrischt habe. Skulpturen, die in einer abstrakten Form Hochhäuser von Frankfurt symbolisieren sollen. Dann 3D-Geschichten, wie sie Vasarely und Escher macht. Dann Skulpturen, die ich von hinten bearbeite und dann ausfräse, das Acryl und ja, kleine Würfel, und das ist allein schon ein Riesenspektrum, also verschiedene Techniken, die ich hier zeige, und zeige eigentlich jedes Jahr neue Sachen hier. Ich hätte also auch dieses Jahr noch andere Möglichkeiten gehabt, was aus, nur hätte ich dann längere Wände gebraucht, weil die Bilder teilweise 1,50 Meter lange sind. Bei uns haben wir jetzt Martin Winter, den Veranstalter der Rottgau Art 2018. Was können Sie uns denn sagen, was es dieses Jahr hier Besonderes gibt? Besonderes ist immer schwer zu sagen, weil wir ganz viele besondere Sachen haben. Aber was ich immer hier besonders hervorhebe, sind unsere Skulpteure, wie hier zum Beispiel die Bronzestatuen von Herrn Vaughan. Mal was ganz Neues jetzt auch, was wir in der Form hier noch nicht auf der Rottgau Art hatten. Oder auch die Holzskulpturen von Bianca Tate oder die Keramikskulpturen von Doris Süß. Also wir haben da eine große Bandbreite an Skulpturen, und da sind wir auch immer sehr froh und sehr stolz drauf. Wir haben uns mittlerweile einen sehr, sehr guten Ruf erarbeitet. Es kommen Inneneinrichter, die hier Sachen kaufen. Es kommen Galeristen, die hier neue Künstler suchen. Also es ist für alle eine schöne Win-Win-Situation. Das Thema ist ja auch die Weiblichkeit in der Kunst. Da würde mich interessieren, was denn so Ihr Frauenbild ist. Wie würden Sie das beschreiben? Man sieht ja hier jetzt auch eine bestimmte Konfektionsgröße bei Ihren Gemälden. Ja, also mein Frauenbild ist grundsätzlich das von starken Frauen, die ich sehe, die oft am Zweifeln sind. Oft intelligente Frauen, die mit ihrem Körper nicht zufrieden sind, weil er vielleicht etwas dicklicher ist. Und ich sehe die Problematik eigentlich darin, dass sie gut sind, wie sie sind, ja? Und dass Männer nie diese Zweifel an den Tag legen würden. Und wieso genau haben Sie sich entschieden, sie nackt darzustellen? Geht es um die Verletzlichkeit? Einfach mal zu zeigen, wie schön auch so ein Körper sein kann. Und nicht die irgendwie dieses Dickere zu verhüllen. Ja. Eine sehr schöne Idee. Wir hoffen, dass es viel Anklang finden wird. Vielen Dank. Hallo Herr Hussein,
Sie haben hier Ihre Bilder ausgestellt. Wo nehmen Sie Ihre Inspiration her für Ihre Bilder? Ja, meine Bilder ist alle über Syrien, über Flucht und Flüchtlinge. Die Leute muss verstehen, von Bildern verstehen, was ist passiert in meinem Land. Die Tragödie und die schlechte Laune von diesen Leuten. Neben Bronzeskulpturen finden wir hier auch einige Holzskulpturen. Neben mir steht Frau Tater. Können Sie uns dazu einmal was sagen? Jetzt wurde die These aufgestellt, dass Ihre Figuren gar keine Gesichter haben. Was würden Sie dazu sagen? Die Bilder haben sehr wohl, die Figuren haben sehr wohl Gesichter. Für mich bedeutet das Identifikation, ein Zeichen davon. Prinzipiell sind die Figuren ja so aufgebaut, dass man die Bewegung sieht. Lilly, eine eher 16-jährige junge Frau, die in ihr Handy reinguckt. Sie strahlen etwas aus, aber es hat eben nichts mit dem Gesicht zu tun. Und wo haben Sie jetzt zum Beispiel bei Lilly die Inspiration herbekommen? Aus dem Leben. Ich habe mich sowieso gefragt, warum nicht alle Leute irgendwie mehr zeitgemäßes schnitzen oder Kunst in die zeitgemäße Richtung bringen. Ich habe einfach nur das gemacht, was ich sehe. Ich stehe hier bei Frau Datkar, die mit Abstand jüngste Ausstellerin hier auf der Veranstaltung. Was kann man denn bei Ihnen Schönes sehen? Also meine Bilder haben halt alle diese Figuren, die halt wie, also manche sagen wie Mumien oder so aussehen. Die sind halt Menschen, wie ich Menschen innerlich sehe. Wenn ich so traurig bin oder aggressiv oder sauer, sagt man, ich rede halt nicht mit anderen Menschen und ich versuche, meine Gefühle so auszudrücken. Und ja. Und wieso sehen Sie Menschen als Mumien? Was bedeutet Mumie für Sie? Ich sehe Menschen nicht als Mumien, aber voll viele denken, dass ich so sehe, weil die so aussehen, diese Figuren so aussehen. Die haben keinen Mund, die haben keine Nase und die haben keine Ohren, die haben nur Augen. Und mit welcher Maltechnik oder Zeichentechnik arbeiten Sie am liebsten? Ich liebe, mit Fineliner zu zeichnen. Und auch mit Wasserfarben, weil damit kann man viel machen und viel ausblenden und so, ja. Yeah. Und hier auf der letzten Wand, was können wir da erkennen? Da ist ein Engel und es ist halt irgendwie so gestorben, weil jetzt in dieser Welt gibt es halt kein Peace mehr oder so. Und Menschen sind halt ein bisschen, die haben diese Engel nicht mehr in sich selber, weil die denken nur an sich selbst und die denken nur, wie sie halt besser was machen können und so. Und denken nicht an andere Menschen oder andere Kinder vielleicht oder sowas. Also möchtest du insgesamt für Mitgefühl werben? Ja, und auch meine Sachen verkaufe ich und mit dieses Geld, also ich spende halt dieses Geld zu Kindern, die das brauchen und so, weil ich weiß, dass ich das nicht brauche. Ich habe genug Geld und wenn ich anderen Menschen mit meinem Geld helfen kann, dann mache ich das halt gerne. Sehr inspirierend. Vielen Dank. Zurück zu Bernd Michael Land. Der Hainhäuser ist nach 2 Jahren wieder mit dabei. Was sind denn so die Eigenheiten jetzt bei deiner Musik? Ja, meine Musik ist elektronische Musik, ohne irgendwelche Gesang oder so, also rein instrumental. Es knüpft teilweise so an die 70er Jahre an, ohne irgendwelche bekannten Leute zu kopieren, weil ich habe in den 70ern auch schon elektronische Musik gemacht. Und es ist eben, was ich jetzt aktuell mache, ist sehr chillig, sehr ruhig, ambient, chill out, ja, teilweise mit Gongs und so, auch Meditation, also sehr ruhige Musik. Und die soll die Leute ein bisschen entspannen und runterkommen. Und hast du selbst auch Bilder beim Musizieren oder beim Planen von deinen neuen Stücken? Die Planung der neuen Stücke beruht meist auf dem Thema. Aktuell ist das Thema Farben, definiert Hautfarben. Und ich versuche die Musik dann so zu machen, dass man sich vielleicht diese Farben vorstellen kann. Natürlich
was bei mir grün ist, kann bei einem anderen rosa sein. Das kann man natürlich nicht so planen, aber für mich ist das dann eben, grün ist dann eben grün. Und wieso liegt dir das Thema Vielfalt und Farben so am Herzen? Naja, das ist einmal die Entwicklung zurzeit, weil im Moment eben wieder Rassismus ganz stark im Aufkommen ist. Martin Luther King, seine große Rede, I have a dream, ist 55 Jahre her, es hat sich nichts geändert, es gibt immer noch den Ku Klux Klan. Es ist in Deutschland schlimmer geworden, statt besser geworden. Und ich komme ja aus so einer Generation, wo ich 7 Jahre alt war. Da war der eine beste Freund, war ein farbiger Sohn von einem GI. Die anderen beiden besten Freunde waren Südländer, ein Spanier, ein Italiener. Als Musiker hat man ständig mit Leuten von anderen Ländern, mit anderen Hautfarben zu tun. Da macht man einfach zusammen Musik und alles andere ist nicht wichtig. Für mich ist immer wichtig, wie tritt mir einer gegenüber, wie verhält er sich mir gegenüber. Also ich definiere die Menschen über ihr Handeln und nicht nach dem, wie sie aussehen. Die Rottgau Art 2018 hatte viel Vielfalt zu bieten und dabei eine erstaunlich hohe Qualität. Wir freuen uns auf die nächste.